Hallo meine Mäuse, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzliches Willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, Tanjas Colorful World. So meine Mäuse, heute geht es um die Glossy Box, denn bei mir ist die Glossy Box angekommen. Und ich sag mal, wir hören auf zu schnacken und fangen einfach mal an. Und dann schauen wir mal, was in dieser Box so drin ist. Bis gleich, wir schauen eben das Intro. So, meine Lieben, die Glossy Box ist bei mir angekommen. Und zwar, ich wollte mal etwas sagen. Wie gesagt, letzten Monat, Ende des Monats, letzten Monat, haben einige von uns eine E-Mail bekommen. Ich habe leider keine E-Mail bekommen, schade. Obwohl eine Box bei mir auch ziemlich spät angekommen ist von der Glossy Box. Es kann aber sein, weil ich hatte eigentlich zwei Abos abgeschlossen. Aus Versehen zwei Abos. Unter mein altes E-Mail-Konto und ich wusste damals nicht, unter welches E-Mail-Konto ich die Box abonniert habe. Und auf jeden Fall ist das abgelaufen diesen Monat. Also habe ich diesen Monat nur noch eine Glossy Box bekommen. Es kann sein, dass bei der anderen Box, die ich nicht mehr im Abo habe, dass diese Variante eben halt später zu mir gekommen ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Schade, ich hätte gerne dieses Zusatzgeschenk gehabt. Wer hätte es nicht gerne gehabt? Ne? War ein Gratis-Produkt mit drin in der Box. Na gut, ist nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch nochmal die Eckdaten sagen. Für all diejenigen, die es nicht wissen, was eine Glossy Box ist und was sie im Abo ist. Abo kostet. So, die Glossy Box ist eine Abo-Box und kostet im Jahresabo 12,50 Euro. Und wenn ihr die monatlich bestellen möchtet, dann kostet die 15 Euro. Und wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall, nicht werde, ist sowieso unten drin, in meiner Infobox, wenn findet ihr nochmal alle Informationen und ihr könnt auch gerne nochmal selber nachschauen, wie die Abo-Varianten so sind, was dahinter steckt und was es überhaupt um die Glossy Box geht. So, war das heute wieder schwer? Ob das heute meine erste Box ist, die ich unboxe? Nein, es ist nicht meine erste Box. Ich habe schon jede Menge Boxen angedreht. Und jedes Mal das Gleiche. Das bin ich, die Tanja. So, wir machen jetzt die Box auf. Ich glaube, ich habe die Nummer 6. Wie gesagt, es wird immer E-Mail, man kriegt immer eine E-Mail zugeschickt, welche Variante das ist. Es gibt ja unterschiedlich Variante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. Und in jeder Variante ist eine andere Zusammenstellung. Aber wir schauen uns gleich rein, was wir haben und was wir haben hätte können. So. Ja, ich mach auf. Ist ziemlich schwer. Ist nicht so leicht und nicht so schwer. Also, schwer ist es schon. Wie gesagt, doch. Ist eine schwere Box. Doch, ist eine schwere Box. Ist schwer. So. Ist euch schon was aufgefallen? Ich habe ein bisschen umdekoriert. Ich habe mir den Sommer nach Hause geholt, den Urlaub. Schaut mal. Ich habe mir ein Schiffchen, ich habe mir Muscheln, eine Liege, dann ist da noch eine Muschel. Hab ich mir gekauft. Ja, schaut mal. Ja, habe ich mir umdekoriert. So. Jede Menge Flyers. Vier Stück haben wir. Vier, fünf verschiedene. Erstmal. So. Auf jeden Fall machen wir erstmal die Flyers. Hello Fresh Gutschein. Brauchen wir nicht drüber reden. Was ist das? Emma. Ich glaube Matratzen, ne? Statt 199 bezahlst du 175 Euro. Gutschein. Dann Flaconi-Gutschein von 30%. Okay, 30% ist gut. Ne? Dann haben wir hier von Buckner. Ist das Buckner? Ne, Bräuninger. Ich glaube, das heißt Bräuninger. Auch ein Gutschein. 15 Euro, okay. Skincare. Okay, das kenne ich noch nicht. Da muss ich mal reingucken. Ionico. Ionico Skincare. Sei bereit für das neue Gesetz der Anziehung. Okay.
Da müsste ich mal reingucken. Das lege ich mir mal direkt zur Seite, weil das interessiert mich schon. Die werden wegwandern. Brauche ich nicht. Auf jeden Fall haben wir eine ganz normale Box. Ein ganz normales Design. So, machen wir mal auf. Machen wir mal auf. Die Pool Size Edition haben wir diesen Monat. Pool Size Paradise Edition. Ne? Wir hatten letzten Monat hatten wir eine Sommer Edition und jetzt wieder eine Pool Size Edition, auch eine Sommer Edition. Bin mal gespannt, was uns da so erwartet. So, das Häppchen lege ich erstmal zur Seite. So, mach den Klebi auf. Ich werde euch den ersten Blick jetzt mal nicht zeigen, dann wisst ihr schon, was in der Box ist. Ich wollte eigentlich vorsichtig die Box aufmachen. Das Papier hat nicht funktioniert. Ich wollte doch. Ich hätte die so schön gebrauchen können. Ich habe mich darauf so gefreut und ist nicht. Und die andere Box habe ich ja jetzt auch nicht mehr im Abo, wo ich noch eine Chance gehabt hätte. Aber egal. Ich freue mich trotzdem. Huhuhuhu. Ich hätte sie so gerne gehabt. Ich hätte die so gerne ausprobiert. Egal, fangen wir an. So, ich habe auf jeden Fall von Garnier Skin Active die tolle Maske. Die habe ich schon mal ausprobiert. So eine ähnliche habe ich auf jeden Fall ausprobiert. Da muss man das hier, wie war das nochmal? Ich glaube, aufschneiden, hochdrücken. An den Falten und hochdrücken, genau. Und dann platzt das hier auf und dann geht die Flüssigkeit in dieser Maske rein, weil die Maske ist ja hier so getrennt, ne? Hier so getrennt. Ja. Ist nicht schlecht. Ich weiß auch nicht billig. Ich glaube 4, 5 Euro, ich weiß nicht. Ich gucke mal eben im Häppchen rein. $3,95. Ich zeige euch das gleich, was ich gern gehabt hätte. Auf jeden Fall ist das eine tolle Maske. Hyaluronshot, Frischmix-Suchmaske, polstert auf und glättet die Haut. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Die werden wir, glaube ich, zusammen testen. Ich weiß es noch nicht. Ja, schauen wir mal. So, dann haben wir ein Produkt drin, wo ich eigentlich dachte, ich habe das andere Produkt, was ich so gerne hätte. Auf Gehen kann ich auch benutzen für die Arbeit, weil ich hätte gerne die andere mal getestet, weil ich ja eben draußen arbeite. Ne? Ja, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich hier von Sun Ocean, von Rossmann Eigenmarke, ein Sonnenschutzmittel. Wie gesagt, ja, sensitiv, Sonnenflirt mit 50, Lichtschutzfaktor 50, für empfindliche trockene Haut, für Gesicht und Dekolleté. Ohne Duftstoff, 24-stündig Feuchtigkeit und wasserfest. Das kann ich zwar gut gebrauchen, wie gesagt, das werde ich auch mitnehmen. Ich habe mir vor kurzem noch eine geholt, aber eine normale Sonnenmilch für den ganzen Körper und nicht fürs Gesicht, weil sonst benutze ich eigentlich immer die von Bübchen. Für die Kinder, für Kleinkinder habe ich mir letztens geholt. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne die andere Marke mal getestet. Schade, vielleicht muss ich mir doch überlegen, vielleicht überlege ich mir doch dann noch die My Little Box zu bestellen, weil da auch die Creme mit Sonnencreme drin ist, so eine ähnliche Sonnencreme oder die gleiche Sonnencreme. Ich weiß jetzt nicht, auf jeden Fall, da ist auch eine Sonnencreme von dieser Marke drin. Vielleicht werde ich mir ja doch noch die Box bestellen jetzt, da ich die andere Creme nicht habe und weil ich die doch gerne hätte haben wollen. Ja. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht, kann ich auch gebrauchen. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall auch aufgebraucht. Wie gesagt, weil ich ja eben halt jeden Tag draußen arbeite und das nicht gerade wenig. Mindestens 6 Stunden scheint bei mir die Sonne drauf. Ich habe auch jeden Tag Sonnenbrand auf meine Waden vor allen Dingen. Ja. Ich könnte euch schon zeigen. Aber nee, das machen wir nächstes Mal. So, machen wir mit der Box weiter. Ich quatsche euch schon wieder mit anderen Sachen zu. So, die kostet 3,99 €. Ja, okay. Also mein Wert wird in dieser Box nicht hoch sein. Ich werde wohl die preisgünstigste Box erwischt haben. So, machen wir weiter. Aqua Hero habe ich hier drin. Aqua Hero, dann müsste ich mal gucken. Body Scrub, okay. Wieder was für unter die Dusche. 99% Natural. Ich muss mal gleich eben gucken. So ein kleines Pröbchen.
Ja. Oh, das riecht auch nach Sonnencreme. Ich lasse das jetzt zu, das ist verschlossen, weil ich habe wirklich so viel offen. Das werden wir auf jeden Fall auch testen. Schauen wir mal. Ich gucke mal eben genau. Schauen wir mal, was das Tübchen kosten sollte. Noch habe ich es nicht gefunden. Noch habe ich es nicht gefunden. Okay. No. Oh, die hat, eigentlich stand bei mir diese Creme in der E-Mail drin. Scheiße, schade, nicht scheiße, schade, dieses Aqua-Gel hatte ich eigentlich auf dem Bild drauf gehabt. Naja. So, auf das Sonnengel Aloe Vera. Wenn mich jetzt nicht alles irrt, ist dieses Produkt nicht in dem Häppchen drin. Schade. Schade, fängt ja schon wieder gut an, da kriege ich jetzt schon wieder so eine leichte Krawatte. Ich gucke jetzt noch mal durch. No. 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 Ich hätte auch dieses gern gehabt. Wäre auch okay gewesen. No. Nein. Dieses Produkt steht nicht im Heft drin. Wenn ich mich doch irre und habe mich verblättert, ich habe jetzt dreimal rumgeblättert. Ja, wie gesagt, ein Body Schwupp war hier gar nicht angegeben. Ich gucke jetzt noch mal rein. Nein. 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 Schade. Wie gesagt, eigentlich denke ich mal, sollte dieses 50 Milliliter Aftersun Gel drin von Aloe Vera. Originalprodukt für 19 Euro. Aber das ist hier. Wie viel Prozent, wie viel Milliliter haben wir hier? 30 Milliliter nur. Finde ich schade. Wie gesagt, das Produkt ist nicht drin. Ist enttäuschend. Wie gesagt, hier keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Wie gesagt, ich kann euch den Preis nicht sagen. Schade. Schade, dass da ein Produkt drin ist in der Box, was hier nicht drin ist. Aber wie gesagt, ihr könnt euch ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich mich verblättert habe. Aber ich habe mich nicht verblättert. Ich habe mich nicht verblättert. Ich habe mich nicht verblättert. Es ärgert mich. Es ärgert mich. Ja. Das kostet, ich weiß nicht. Ich gucke, soll ich nachgucken? Ich gucke später nach und dann werde ich mal versuchen, einen Preis rauszufinden und werde euch das einblenden. Aber schade, es ist ein Produkt, was nicht hier drin ist. Wie gesagt, ich habe auch eigentlich habe ich auf meinem Foto von Neutrogena dieses Hydrobos Aquagel drauf gehabt bei der E-Mail. Naja, egal. Machen wir weiter. So, dann habe ich hier diese Mascara. Plum und Poppy von Plum und Poppy. Curl und Volumen Mascara ist hier. Den haben wir alle drin. Das ist nämlich ein Sneak and Peek gewesen. Sneak and Peek Produkt. Der kostet 15 Euro. Ja. Aber ich glaube, ich werde den jetzt mal nicht aufmachen, weil ich habe so viel Mascaren, die offen sind. Ich werde euch auch jetzt nicht das Böschen zeigen. Seid mir nicht böse. Wir haben eine schlichte Verpackung hier. Ich werde den jetzt mal nicht aufmachen. Ich werde den echt zulassen. Ja. Wie gesagt, der kostet 15 Euro, 8 Milliliter. Plum und Poppy habe ich noch nie. Haben wir schon mal Plum und Poppy? Habe ich da schon mal was von gehabt? Ne, ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist das auch. Ich zeige euch, das Bürstchen ist hier abgebildet. Kann ich euch so zeigen. Weil da wäre ja Blödsinn. Das kann man nur wegschmeißen, wenn ich das jetzt aufmache. Ist so ein gerades Bürstchen, ja? Ist kein Gummibürstchen. So, und dann haben wir hier auch von KNDR Beauty. Color Lipöl 14,53 Euro. Wie gesagt, ich habe keine, ist nicht die stärkste Box. Alles Billigprodukte hier, ne? Und dann habe ich ein Produkt, was noch niemals in der, noch nicht, oh, jetzt habe ich das kaputt gemacht, die Verpackung, die noch nicht mal abgebildet ist in der Glossy Box, ne? Jetzt habe ich leider die Verpackung kaputt gemacht. Aber das, das sieht ja gut aus. Die Packaging gefällt mir ja gut. Aber das werde ich jetzt auch mal nicht testen. Das werde ich auch mal zulassen. Wie gesagt, 14,50 Euro, 4 Milliliter.
Ja, gefällt mir gut, hier mit hier oben. Okay, Kindler, bei Kindler. Ah, bei Kinder, 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 Kinder. Okay, so heißt wohl die Firma. Okay, Beauty. Ja, schade. Ich habe jetzt die Verpackung kaputt gemacht. Auf jeden Fall sah die so aus. Gibt es da irgendwas zu sagen? Die Tiefen des Wassers sind unergründlich und bieten immer wieder eine Überraschung. Genau wie diese farbveränderten Lippenöl. Ah, es re reagiert auf den pH-Wert deiner Haut und verleiht deinem Kussmund deine eigene Farbe. Oho. Okay, das Lipöl verändert wohl die Lippen. Aber ich probiere das jetzt mal nicht aus. Wie gesagt, ich habe noch so viel offen und dafür bin ich sowieso nicht so. So, dann haben wir ein tolles Produkt hier drin. Und da bin ich auch froh drüber, dass ich dieses habe. Ich habe nämlich das Mousse zum Eincremen und nicht zum Abwaschen. Wir hatten nämlich ein Duschgel da drin und diese Mousse. Ich werde die auch mal direkt ausprobieren. Das ist ein Full-Size-Produkt und kostet 12,50 €. 12,50 €, das Duschgel hätte 8,50 € gekostet, das Duschschaum oder Showergel. Okay, Showergel hätte ich auch genommen. Warum nicht? Für unter die Dusche. Hätte ich, glaube ich, eher benutzt als das ein zum Eincremen. Aber egal. Auf jeden Fall ist nicht schlecht. Ich werde das mal machen. Viel zu viel. Viel zu viel. Oh, das riecht aber gut. Doch, mir gefällt das. Das riecht gut. Toll. Das wird Stefan auch gefallen. Stefan ist ja auch eine Schnuppernase. Das riecht sehr maskulin, ne? Okay. Und dann wird das so süßlich, okay? Okay. Ich muss mal eben gucken. Was gibt es Schöneres als eine belebende, erfrischende Dusche voller sinnliche Düfte plus die passende Körperpflege danach? Okay, wir haben ja eins von beiden. Ja, das Zedernholz mit drinne ist ein bisschen maskuliner Duft, ne? Ja, nicht schlecht. Und so süßlich, ne? Ja, nicht schlecht. Schlecht ist nicht. Zedernduft und ein bisschen süßlich. Ja. So, ja. Für mich ist es ein bisschen enttäuschend, weil ich habe mich fest versteift auf die Sonnencreme. So kann das manchmal passieren, wenn man sich fest versteift auf irgendwas, dass das eben halt nicht drin ist. Man sollte sich nicht auf Sachen festsetzen, die man noch nicht in den Händen hat. Ne? So ist das mit allen Sachen im Leben eben halt. Ne? Bevor man das nicht hundertprozentig in festen Händen hat, sollte man sich darauf nicht versteifen. So, ja, wie gesagt, mit dem einen Produkt hier weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Ist auch kein Sonnenschutzmittel, das ist echt ein, das ist ein, wie ich das lesen kann, ist das hier ein Body Shrub. Ja, schade. Wie gesagt, das ist nicht drin. Wenn einer genau das gleiche Problem hat oder so, oder weiß, warum das so ist, ich finde es schade, dass das einfach so. Schade. Dann soll man nicht so viel Boxen ra raushauen, wenn man nicht die passenden Produkte dafür hat. Oder man soll das in eine separaten E-Mail schreiben, dass das Produkt irgendwie nicht verfügbar ist, aber dann sollte man auch wenigstens ein tolles Produkt nachlegen und nicht irgendeine Variante reinhauen, wo man sich dann ein bisschen ärgert. Ja. Na gut, egal, ich benutze auch die, wie gesagt, ich hätte auch gerne die andere getestet, aber ist jetzt nicht. Egal, egal, egal. Und die andere Box habe ich eben ababonniert, die ist nicht mehr das Jahresabo. Ich habe nur noch ein Abo und okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 6 Produkte. 6 Produkte, okay. 5 oder 6? Ich weiß es nicht. Haben wir 5 oder 6 Produkte drin?
Ich muss mal gleich nachgucken. Vielleicht habe ich jetzt auch wieder umsonst gemeckert. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Obwohl das ja nicht meine erste Box ist. Aber gut. So, wir sind jetzt durch. Ich werde euch den Gesamtpreis natürlich einblenden. Es wird kein hoher Preis sein. Schade. Aber na gut. Wir werden immer trotzdem noch drüber sein, über die 12,50 Euro, weil ich ein Jahresabo abgeschlossen habe. Egal, trotzdem ist das Richwell Produkt ist auf jeden Fall klasse. Die Maske ist klasse. Und ich freue mich natürlich auch über die Sonnencreme, ganz klar, weil ich brauche die auf jeden Fall jeden Tag. So, meine Lieben, das war's jetzt. Hallo, ich bin's nochmal, meine Lieben, für die ganze Meckerei. Und enttäuscht sein, habe ich euch was vergessen zu sagen. Und zwar, was uns nächsten Monat im Juli erwartet. Ja, ich zeige euch das einmal. Eine ganz, ganz tolle Box auf jeden Fall. Eine tolle Box. Es wird wieder eine Sommerbox sein auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr das? Könnt ihr nicht sehen, ne? Jetzt könnt ihr das sehen. Guck mal, mit Muscheln drauf. Ist das Design nicht herrlich? Ist das nicht herrlich schön? Aber ich guck mal, was da steht. Auf jeden Fall steht hier, im Glossy Juli erwartet dich eine ganz besondere Überraschung. Ein wahrer Beauty-Schatz in Form unserer wunderschönen Spezial-Design-Box, die wie eine echte Schatztruhe Beauty-Kostbarkeiten birgt. Lass dich von den Must-Have verzaubern. Hol dir den schönsten Glow, pflege dich happy und hülle dich in köstlicher Sommer Nuancen. Perfektioniere mit Hilfe deiner neu entdeckten Produktschätzen deine Beauty-Routine und strahle wie ein Juwel. Okay. Das könnt ihr wieder mit Schminky Schminky heißen. Schminky mit Glow Highlighter. In der Richtung. Oh Leute. Das ist Witchwell-Mousse. Ne? Das riecht echt gut, muss ich echt sagen. Muss man gleich den Stefan schnuppern lassen. Ja. Wie gesagt, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dieses Chaos-Video wieder und Mecker-Video und so, dann würde ich mir wünschen, wenn ihr mal ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen, wenn ihr mich natürlich sehen möchtet. Ne? Wenn ihr mir nicht sehen wollt, dann braucht ihr auch kein Abo dalassen, wie gesagt. Aber ich würde mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Wie gesagt, ist für euch kostenlos und ich würde mich riesig drüber freuen und ich würde endlich mal wachsen. Ja. Wachsen. So. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr auch keine weiteren Videos von mir verpasst, was mindestens zweimal die Woche erscheinen wird. So, meine Lieben, ich sag jetzt tschüss. Ich muss schon wieder nachdenken über die Box. Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal nachgucken, warum. Entweder habe ich mich vertan und habe umsonst gemeckert oder die haben was Falsches in der Box reingetan, was nicht im Häfchen steht. So, meine Lieben, das war's jetzt. Wie gesagt, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, Tschüsskowski, bye, adieu, adios, Tschüsskowski, bye und ciao.